Hallihallo, meine Lieben. Ja, ganz spontan ist mir jetzt eingefallen, untermachen. Ha, da lasse ich doch die Kamera mitlaufen. Ich habe zwar jetzt schon ein bisschen angefangen, und zwar mache ich heute, ja, vielleicht kennt ihr das, ist gerade ein ganz großer Hype auf Instagram. Ich sehe es tagtäglich, diese leckeren Käse-Party-Brezeln. Und heute habe ich mir Blätterteig gekauft und ich habe mir gedacht, ich muss sie jetzt sofort probieren. Und untermachen habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch was für euch da draußen. Und zwar brauchen wir nur eine Rolle Blätterteig, also einen frischen Blätterteig, etwas geriebene Mozzarella. Dann brauchen wir etwas Öl, 3 Knoblauchzehen gepresst und einen Teelöffel italienisch Würzer. Mehr brauchen wir gar nicht. Dann nehmen wir diese Rolle Blätterteig, rollen sie auseinander und schneiden den Blätterteig in 8 Stücke. Dann nehmen wir immer einen Streifen und ziehen den einfach etwas auseinander. Denn da kommt jetzt dann eben der Käse darauf und dann eigentlich nur noch zur Breze geformt ab in den Backofen. Nein, davor wird natürlich noch das Knoblauchöl darüber gepinselt, ab in den Backofen und das sah so lecker aus. So, dann legt man das wieder so hin, gibt etwas Käse darauf und klappt das dann gleich wieder zusammen. Also ich habe jetzt hier schon mal eine Breze geformt und es hat echt super geklappt. Einfach zusammenklappen. Könnte man jetzt nur vorstellen, dass das fast noch netter ausschaut, wenn man kleinere Brezen macht, anstatt so große. Ach, ich mache ein paar große und ein paar kleine. Wir sind ja flexibel. So. Und schön zusammenklappen, das ist wichtig, dass der Käse auch darin bleibt. So. Dann schiebt man das Ganze ein bisschen zusammen. Ich mache jetzt mal eine kleinere. Schneide das Ganze einfach in der Mitte auseinander. Und dann forme ich einfach eine Brezel. Ja, ich glaube, so klein ist es fast netter. Ja, eine kleine Brezel und setze die mir dann direkt aufs Backblech. Ja, und das mache ich jetzt mit alle. Und wenn ich sie dann alle soweit geformt habe, kommt das Öl darüber, ab in den Backofen und fertig. Ach, das sieht doch nett aus. Muss man bloß noch gescheite Brezeln formen können, gell? Ja, ein mache ich noch mit euch einen Streifen nehmen, dann einfach von der Breite etwas auseinanderziehen. Und holt euch den Blätterteig ruhig ein bisschen vorher aus dem Kühlschrank raus, dass er nicht ganz so kalt ist, so lässt er sich viel besser verarbeiten, wenn er einfach schon ein bisschen Zimmertemperatur hat. So, Käse darauf. Und direkt gleich wieder zusammenklappen und andrücken, dass der Käse schön drin bleibt. So, ich halte hier das Stängel wieder und mache mir wieder eine kleinere Breze. Backblech. Ja, und das mache ich jetzt alles und dann hole ich euch wieder dazu. So, die ersten habe ich jetzt schon mal im Backofen und ich habe jetzt lauter kleine Brezeln geformt und ich sage euch, das wird nichts mehr. Kleine Brezeln, die sind alle jetzt total aufgegangen ineinander. Ich zeige es euch nachher. Aus dem restlichen habe ich jetzt noch große geformt und jetzt zeige ich euch noch, wie ich die einpinsel. Einfach nur mit diesem Knoblauchöl etwas einpinseln. Ihr könnt, wenn ihr mögt, jetzt auch noch ein bisschen geriebenen Käse darauf geben.
Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt ein paar mit Käse, ein paar ohne Käse. Und ich denke mal, optisch sind die großen auf jeden Fall besser. Die kommen jetzt in den Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Den Ofen habe ich gut vorgeheizt. Und da bleiben sie jetzt so circa 20 Minuten drin. Das sieht man dann schon, wenn sie anfangen so ein bisschen goldbraun zu werden und schön aufgehen, dann sind sie fertig. Ich habe es jetzt 10 Minuten drin, sind noch ziemlich blass, aber sie gehen auf wie die Sau, sage ich euch. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen Käse und gebe jetzt einfach bei ein paar Brezeln noch etwas Käse oben drüber. Mache ich jetzt zwei mit und die anderen mache ich ohne. Ja, und wenn sie dann fertig gebacken sind, hole ich euch wieder dazu. Dann machen wir zusammen den Geschmackstest. Denn ich bin wirklich schon neugierig, ob die wirklich diesen Insta-Hype überhaupt wert sind. Gucken wir einfach. Wir probieren dann zusammen. So, die erste Ladung habe ich gerade aus dem Backofen geholt. Waren genau 20 Minuten drin. Die drei großen Brezen sind jetzt drin, aber ich wollte sie euch trotzdem jetzt gleich mal zeigen, wie sie jetzt aussehen. Also ich finde optisch die großen auf jeden Fall schöner wie die kleinen. Wobei die, aua, heiß, fast zu heiß so zum Halten. Schaut euch die kleinen an, die gehen eigentlich auch. Wenn man sich jetzt ein bisschen Fantasie spielen lässt, dann sind es auch Brezen, aber das geht halt wahnsinnig auf. Was ich mir jetzt gerade unterm Backen noch gedacht habe, was jetzt auch noch richtig lecker wäre, glaube ich, wäre, wenn man jetzt in den Blätterteig zu der Füllung nicht nur Käse gibt, sondern auch Speckwürfel. Das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal probieren. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall zusammen den Geschmackstest. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine probieren mit euch. Und wer ist der? Oh, die ist aber total heiß. Oh, schaut den Käse an. Könnt ihr das sehen? Oh, herrlich. Und jetzt wird mal probiert. Wenn es nicht zu heiß ist. Knoblauch. Mmh. Genau mein Ding. Und es wurde ja auch geschrieben, dass die kalt auch mega lecker sind. Also das ist wirklich so ein Party-Snack, wo ihr mitnehmen könnt, wenn irgendwo Buffet ist. Jeder muss was mitbringen. Sind, glaube ich, diese Party-Brezen genau das Richtige. Wie ich es genau gemacht habe, schreibe ich euch natürlich ganz genau unten in die Infobox. Ich schreibe auch dazu, dass mit den Speckwürfeln eine gute Idee wäre. Und ich setze euch im Anschluss noch ein paar Fotos von den großen Brezen dann hin. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr große oder kleine Brezen macht. Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Montag, Mittwoch, Freitag. Eure Ruckzuck-Manu.